Hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin Steve Bertin, Mr. M hier ist am Start. Heute mal nicht beim Bodybuilding, heute sind wir im Ring. Wie ihr seht, hier links der Flying Uwe, ja, den kennt ihr ja bereits. Aber rechts den Kerim, der ist neu bei uns am Start hier bei Smile Rocks, ab sofort im Team. Könnt ihr ab sofort auch unterstützen und auch mal auf seinen YouTube-Kanal gehen, da ist ordentlich gut was los. Gut, Remi. Und heute, weil Kerim ist sozusagen ist MMA-Fighter und nicht irgendeiner, sondern die Nummer 1, sagst du, ne? In der deutschen Liga, aber ja, wechselst in der UFC jetzt? Ja, ich hoffe es ja. Also er ist auf jeden Fall die deutsch-türkische Antwort auf Conor McGregor. Nur kein gebrochenes Bein, also holst du nicht. Da ist er vorsichtiger. Wie gut er ist, wird er jetzt gleich zeigen, indem er mich ein bisschen verprügeln darf. Uwe wird mir ein bisschen... Ich bin Steve, sein Coach. Genau, er wird mir ein bisschen zeigen. Genau. Ein paar Flying Kicks, machen gleich nochmal Besprechungen. Er gibt mir noch ein paar schnelle Tipps. Und dann, wie gesagt, tauche ich mal in die Welt des MMA-Kämpfens ein. So. Wir können bloß, wie gesagt, haben wir ein bisschen vorm Wettkampf. Wir können bloß mit Low-Kicks. Können wir nicht so gut machen. Sonst habe ich keine dicken Beine auf der Bühne näher. Oder aber wir machen ein bisschen Sparring. Dann sind die vielleicht noch dicker, die Beine. Ja, dann sind sie dicker, ja. Dann sind sie schön dicker. Proportional. Und das ist für die Bühne. Genau. Ja, richtig, genau sieht's aus. Also wir machen ein bisschen Sparring hier. Und ab sofort, ab heute, weil ihr seht hier mein geiles gelbes Shirt. Ihr habt es schon bei der New York Tour immer gesehen, auch als Stringer. Ab sofort erhältlich bei Smile Rocks. Ab sofort heute gibt es den Secret Sale. 50% auf alles. Richtig, und genau. Geile. Und gar kein Paroff, plus kein Versand und keine Retour musst du bezahlen. Das heißt, wenn nichts passt, kannst du es so wieder zurückschicken. Okay, genau. Und auch irgendwie Artikel gratis dazu. Gratis dazu. So was war das, ne? Ja. Genau, also haut rein, Codemasse. Wie gesagt, bei Uwe, Flying Uwe. Uwe, wie war der Code? Code Flying, aber ihr müsst Codemasse nehmen. Heute ist Codemasse angesagt. Ja, für meine Supporter oder für den. Code Kerim geht auch noch. Code Kerim. Wir sind ja hier, wie gesagt, jeder. Wir sind ja unter uns hier. Genau, so sieht's aus. Wir halten zusammen und machen jetzt hier Action und gucken mir auch ein paar Jungs an, immer so hier. Der Ringlife Edmund, den gucke ich gerne immer, der ist immer lustig, der bringt mich mal auf den Punkt. Ich weiß ja auch, wie die Jungs dann immer aussehen. Letztens habe ich schon erkannt, hier beim Bodybuilding habe ich gleich den Bärnackelkämpfer erkannt. Sowas gucke ich dann auch immer bei dem. Das ist immer lustig, wie sie sich da richtig die Fresse einhauen. Aber ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie so ein MMA-Kämpfer auszusehen hat. Und da kleiden wir uns erstmal um, wenn ich auch konform des... Der Sport, des Sports angezogen bin. So, ne? So wie jetzt praktisch ein Bodybuilder in Farbe, muss ich dann auch ein bisschen vernünftige Klamotte. Und da haben wir auch was von Spider Dogs. Also. So, ich würde sagen, ich bin MMA-konform gekleidet, oder? Ja, ein bisschen erinnert mich so an so Wrestling, muss ich sagen. So? Aber nicht The Ultimate Warrior, der sah anders aus. Der sah bunter aus. Bushwaker. 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 Kennst du auch noch Bushwaker? Nee. Wie alt bist du? Jetzt 31. 31 ist ja. Ich bin 35 so. Ich hab so enge Mitglieder. Ja, stimmt. Ja. Wenn ihr die Bushwakers kennt, markiert Bushwakers. Oder was hast du zu meinem Outfit? Ja, auf jeden Fall gut. Also, hast du eine Boxershot an, ne? Kann man machen. Bei den Oberschenkel kann man Bei dem MMA-Fighter sieht er so ähnlich aus. Aber ja, aber da haben wir so eine Leggings an. Weißt du, etwas länger ist, aber bei diesen Schenkeln, wie gesagt, kannst du auch keine tragen. Passt. Obwohl, meine Kampfshot ist auch so kurz. Ich habe ein bisschen kurze Buchse. Ja, genau. Stretch so, ne? Ja, genau. Ist es denn da so, dass du irgendwas tragen musst oder was nicht darfst? Ja, also entweder enge Leggings oder halt Short. Aber keine langbeinigen Sachen, oder? Was hast du? Also Outfit gefällt mir und auf die Weichteile müssen wir wirklich ausdauern. Ich muss was sagen natürlich, dass das zu haben ist, ab 50%. Das haben wir schon erwähnt. Leute, erstmal ganz kurz, dreh dich mal um. Was wir hier haben, ist ein grandioser Stringer, kein Tanktop. Ja, Stringer sind hier offen, Tanktops sind hier zu. Flexibler Stoff hier, muss man sagen, ne? Passt sich gut an. Dreh dich einmal um. Man auch sagen, wenn man einen haarigen Körper hat. Die knallige Boxershorts haben wir hier, schön mit dem Schriftzug, Smile Rocks. Ich würde sagen, perfekt, ohne Witz. Also damit hält man auf jeden Fall im Ring auf und da könnte man eventuell die ein oder andere Zuschauerin mit begeistern. Also ist auch was für ein Haus gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Im Schlafzimmer begeistern. Also denkt dran, Leute, Männers oder Frauen, wenn ihr eure Männers Geschenke wollt, dann... Genau. Okay, pass auf, Kerim, nochmal für meine Fans so und Zuschauer, erzähl mal genau, weil du sagst, du bist Nummer 1. Ich habe gesehen, du hast gekämpft zuletzt im April, hast eben K.O. geschlagen, die Kollegen. Ne, es war jetzt im Mai, habe ich gekämpft. Ach so, ich hatte den... Ende Mai habe ich gekämpft. Wir haben in der ersten Runde durch Knockout gewonnen und jetzt geht's weiter. Wie viele Kämpfe hast du denn jetzt allgemein so? Jetzt habe ich 21 MMA-Profikämpfe. Wie viel hast du davon gewonnen? 17. Ich gehe immer noch vom Boxen aus, welche Liga, wie kann man das vergleichen? Weil du bist ja noch nicht, du machst jetzt bald den Schritt in die UFC. Genau, ich mache den Schritt auf jeden Fall in die UFC, aber vom Niveau her, von der Fightcard ist das schon fast dasselbe. Ne? Nur der Name UFC ist halt viel größer, also von der Qualität der Gegner ist es jetzt kein großer Unterschied. Bei UFC ist sozusagen das Größte, was? Ja, das ist so das Nonplusultra, das ist wie die Champions League im Fußball. Okay. Ja, meine ich ja genau. Und was ist das für ein Gefühl für dich, dass du jetzt da... Ja, es war schon lange Gesprächsthema, ich hatte auch schon mehrere Angebote gehabt, aber jetzt wird es auch mal endlich Zeit. Wie gesagt, kaum noch keine Gegner mehr hier. Und es ist immer wieder schwierig für mich, Gegner zu finden. Ja, fast wie bei mir beim Bodybuilding auch. Ja. Nur in New York haben wir ein paar gefunden. Nicht Spaß. Wie lange ist dein Werdegang jetzt? Ich bin 14 angefangen mit Boxen und dann habe ich so vor 6 Jahren das richtig ernst professionell genommen.
und dann angefangen, professionell richtig Kämpfe zu machen, kontinuierliches Training, mich komplett nach dem Sport. Hat sich irgendwie so einer entdeckt irgendwo? Oder? Ja, ich war immer schon gut im Kampfsport, ich habe ja davor geboxt, ganz klassisches Boxen und dann bin ich irgendwann mal zum Probetraining, zum MMA, direkt gesehen, das ist mein Ding, der Trainer hat auch direkt erkannt, der Junge hat Potenzial, aus ihm kann man was machen. Bin ich dort geblieben, habe da Blut geleckt und seitdem ist das so meine Leidenschaft, zum Glück konnte ich aus meinem Hobby einen Beruf machen und besser. Wo du sagst, Beruf, was hast du vorher irgendwas gelernt oder? Nee, ich habe jetzt nichts gelernt, aber ich war halt nur auf der Straße tätig. Diejenigen, die mich kennen, die kennen auch meinen Werdegang. Ich habe ja auch eine kleine Doku von mir und die wissen, was für ein Leben ich davor hatte und was ich jetzt mache. Klar. Das ist so ein Partner wie Smiley Dogs hier. Ne, Uwe, ist ja, Uwe ist ja kein Geiziger, ne? Ja. Der bezahlt auch mal eine Reise nach New York. Nächstes Mal kommst du mit vielleicht oder so. Also nächstes Mal, nach wie gesagt, Prag. Nächstes Mal, wenn wir dann so in New York so einen Kollegen, einen Kameramann, so einen haben, dann haut er den rum für uns da, den der uns nicht reinlässt. Weil da war so ein Arschloch, der wollte uns die Backstage reinlassen da. Ah, den schlägst du dann nicht mal um. Da kannst du ein bisschen zwischengehen. Das machen wir doch alles mit Worten, ich ne? Ich schick die vor. Ja. Mit Worten wird geklärt. Nur jetzt nicht mit Worten, okay. Also wir brauchen ja Handschuhe und sowas, ne? Was für uns mäßig da ziehen wir an? Und von mir habe ich noch zufälligerweise ein paar Sparingssachen dabei. Das wird bei dir nicht reinpassen, bei mir genauso. Da kommt das eine oder andere Ding halt raus. Was macht Rico Lopez Gomez? Der muss das Ding absägen, Anfertigung, ja genau. Der nimmt Eimer. Wo wir gerade bei Rico Lopez Gomez sind, sein Booster ist online jetzt, ab 10 Uhr. Nee, gestern ab 10 Uhr. Okay, stell ne? Geil. So, hier haben wir einen Tiefschutz. Ein Tiefschutz, den soll ich überziehen natürlich, ne? Bin ich richtig so? Perfekt auf mein Glied abgestimmt oder was? Hast du extra ausgesucht. Also der ist schon mal geschützt. Normalerweise hat man einen Zahnschutz auch, aber Kerem ist so professionell, das heißt, der boxt sich jetzt hier nicht kaputt, das ist auch nicht unser Ziel, sondern einfach mal so, dass du konditionierst. Aber ey, die Zuschauer verlangen jetzt, dass ich richtig geschlagen werde, Alter. Ich bin enttäuscht, wenn das Kommentar regnet, dass hier Steve nicht kaputt geschlagen wird. Kerem steht das. Ich bin einfach das Go, ja. Weil ich habe ihn schon ein bisschen, ey Kerem, ne, mach hier so, okay. Er muss noch auf Bühne und so. Ja, wir machen das nochmal im Sommer, wenn ich besser beieinander bin. Mhm. Du dann auch, du, wenn ihr Uwe sehen wollt, Rico wollte auch oder umgekehrt, Steve gegen Uwe, gegen Steve, genau. Dann machen wir es so. So, ich mache Ohrringe ab. Doch, ne, Steve? Ja, der ist locker. Hast du irgendwas mit ihm vor? Quatsch, jetzt darf ich mal ehrlich, komm. Nein, das bleibt natürlich alles sportlich, ne? Er ist ja kein Profi. Dasselbe jetzt wie er in seinem Bereich ist ja auch besser als ich. Natürlich passe ich mich an, mache ich es ihm jetzt nicht zu einfach. Ich glaube, der verträgt doch einiges. Gut, schauen wir uns mal an, wie der sich gleich so macht. Kannst du ja schon mal jetzt an den Boden dran gewöhnen, genau. Also. Es kann sehr gut sein, dass du auch gleich auf dem Boden landen würdest und dann musst du ein bisschen Boden abarbeiten. Bodentechnik. Boden. So, jetzt ziehen wir das mal hier auf. Boden und Hoden. Genau, guck drauf, spann deine Wade mal so ein bisschen an. Ja, achso. Oh, ich bin ja jetzt schon kaputt. Da down. Ja. Ach echt, da Daumen. Du hattest schon mal Boxhandschuhe an, ne? Ja, ich bin drin. Hart. Ich bin anspannt. Ja, genau. Ich soll ihn hart machen. Du hast das hier gehört. Er hat schon ein bisschen Respekt vor deinem Gewicht gehabt. Das heißt, versuch nicht so sinnlos. Das Gewicht nutzen. Ja, genau. Das heißt, dräng ihn mal ein bisschen in die Ecke so. Mhm. Und versuch mit deinem Gewicht dann zu arbeiten. Also du kannst mir auch auf den Boden ringen. Und nach dem Boden kannst du weiterschlagen. Ne? Ja, das ist hab ich noch nie gemacht, sowas. So von, ich habe immer gedacht, so da unten, wenn der Gegner unten liegt, hört man auf. So haben die mir das beigebracht damals. Ja, die Zeit sind vorbei, Steve. Ja, schon. Nach einer Schlägerei trinkt man heutzutage kein Bier mehr. Ja, nee. Ein Proteinshake, Kliersolat oder was? Ja, leider nicht mehr. Ich dachte, Kliersolat heute danach. Also du wolltest weiter noch ausführen. Also ich habe mehr Gewicht und das war's dann auch. Genau, okay, pass auf. Ne? Dann versuch ihn halt mit deinem Gewicht, kontrolliert aber, ne? Und nicht zu verschwenderisch, ihn ein bisschen in die Ecke zu drängen. Mhm. Du musst halt zusehen, er hat Reichweite, er ist größer als du, er hat längere Gliedmaßen als du. Ja, nicht so ist, ja. Ja, deswegen musst du vielleicht in gewissen Momenten versuchen, an ihn ranzukommen. Am besten machst du es aber, indem du, was ist deine Kampfseite? Na so, na so. Ja, du hast immer früher in Schwerin geboxt, oder? Ich hab Skills, schon ein bisschen. Ein bisschen Skills habe ich schon. Also, wie gesagt, das heißt schön, mit dem Jab. Ja, genau. Ja, ich guck, aber lass uns erstmal aber langsam anfangen. Ja, klar. Wie gesagt, ich bin 2 Wochen vom Wettkampf. Wenn die Muskeln kaputt sind, ist so. Die wollen mich umbringen. Auf Diät. Regeln erklären, ich bin jetzt kein Ringrichter, ne? Aber keine Augenpieken geht eh nicht, blablabla bla bla und so. Wie soll denn auch jemand gehen? Das gibt so einiges beim MMA, Digga. Daumendrücker, alles. Ja, drück mir die Daumen, genau. Drück mir die Daumen. Heute geht es ja nicht darum, jemanden einen auf die Schnauze zu hauen. Wir wollen ja auch keine Ego-Probleme sehen, sondern wir wollen den Leuten da draußen einfach schönes MMA zeigen. Schön auf Kondition, dass es gut auf die Pumpe heute geht. Alles kontrolliert. Nicht irgendwie mit dem Daumen reinpieken oder nicht zum Unterleib, weiß ich ja. Die erste Runde wird ein bisschen auf, ne? Warm machen, genauso wie die Warm-Up-Runde. Und danach bist du warm und dann in den nächsten 5 Minuten könnt ihr so ein bisschen kontrolliert testen. Wir gucken mal, ja. So, okay, shake hands. Genau, auf die Tür. Einmal zurück.
Okay, und let's go. Fight. Zweieinhalb Minuten. Der lachte Schwein. Komm, let's go. Weiter geht's, Steve. Hände hoch. Los, du bist mit im Kampf. Oh. Da gibt's noch was mit. Ja, genau. Sehr gut. Also arbeiten wir sehr gut. Ja, komm, Steve. Komm. Ich hab keine Kondition mehr. Jetzt geht's los. Das ist MMA. Genau, das ist das. Komm, wir rappen ihn mal. Drück ihn mal ein bisschen in die Ecke. Bist du? Oh. Ja, genau. Ja. Oh, jetzt macht er auch noch MMA mit mir. Genau. Jetzt macht er auch noch MMA mit mir. Unten. Ja! Oh! Ja! Genau! Kosti! 1,50! Oh! Versuch aufzustehen! Ja, genau, super! Und jetzt? Ja, versuch hochzukommen! Versuch hochzukommen! Komm, lass dich nicht fallen! Steve, komm hoch! Du musst hochkommen! Der Wille! Steve, das ist ja gar nichts! Komm hoch jetzt! Oh! Halt ein bisschen Cardio jetzt! Komm, steh auf, kriegst du besser hin! Oh! Steh auf, kommst du! Gleich machst du. Boah, komm, eine Minute hast du noch. Boah. Ja, ja. Herzlich willkommen in unserem Sport. Ja, ja, ich weiß. Ihr habt schon geahnt. Ruh dich während des Kämpfen aus. Komm, ja, du machst das gut. Sehr gut. Ja, mach lange Jabs. Immer einen langen Arm machen. Deine Führhand. Zeig mal deine Länge hier. Komm, los auf den Lang. Ja, genau, ja. Ja, sehr gut. Genau, ja. Zeig mir mal den Kick aus Leis. Ja, genau, mit dem Kick sogar. Sehr gut. 30 Sekunden noch. Mach entspannte Jabs. Lang machen. Ja. Kontrolliert von den Händen gemacht. Sehr gut. Ja, der Bill ist da jetzt, was Steve. Jetzt hat Steve das verstanden, genau. Ja. Genau, pass auf deinen Hals, dann geht es gleich an deinen Hals lang. Ja, steh auf. Steh auf. Du bist Hände gewesen. Steh auf. Ja, super. 7 Sekunden noch. Und ding, ding, ding. Ende. Oh. Sehr gut gemacht, Steve. Okay, du hast jetzt eine Minute Pause, Steve. Oh, geil. Eine Minute Pause. Ja, ja. Mann, ich, ja, super geil. Hast du sowas schon mal gemacht, Steve? Boxen so. Aber bei Boxen machen die 2-3 Minuten, glaube ich, die Runde. Ne, Champ, also mit dem Gürtel kämpfst du immer um 5x5 Runden. Gib mir mal bitte Schluck Wasser. Gib mir Wasser, komm. Ganz langsam, Steve. Ganz langsam. Einmal dicken Respekt hier mal in die Kommentare reindonnern, dass Steve sowas hier mitmacht und auch durchhält. Ich will mal, die Eier hat das gemacht. Das wollen die meisten dazu leider. Ne? Ja. Geht. Alle wieder zurück in eure Ecken. Und fight. Zweite Runde. Deine Arme haben auch eine Länge. Ganz entspannt die Arme. Ja, sehr gut. Oh, Steve bleibt günstiger. Ja, genau. Versuch ihn runterzuholen, Steve. Aber verschwende nicht zu viel Kraft. Wenn du merkst, da geht nichts. Hast du recht. Oh, das war scheiße. Ja, ja, das war scheiße, genau. Ja, oh, schöner Haken zu Leber. Ja, sehr gut. Jetzt kommt die Kombos von Kerem raus. Aber
Das Ziel stellt das sehr gut ein. Führhand. Ja, genau, da, ja, das. Sehr gut. Und ab und zu die Hintere dann hinterher. Ja, genau. Ja. Oha, das lief leicht ein Ansatz vom Sprawl. Kontrolliert von Kette gemacht. Was ist los, Nick? Mal abklopfen, oder? Was klopfst du jetzt ab? Nur so. Klopfst du dich schwer auf, das hast du gut gemacht. Langsam ab. Ja, du hast noch 3 Minuten und 20 Sekunden. Da lacht der Kammer. Was mit Sie? Hast du auch schon? Nein, noch nie. Ja, nie. Den mach doch mal mit ihm. Er lacht so. Also dann hast du schon keine Zone. Da hast du gezeigt, was du kannst. Oh ja, aber riesig. Komm, steh auf. Ich will, dass du jetzt die Führhand wie eben. Hau die Führhand ab und zu raus. Das ist wirklich, das ist gut. Ohne Witz. Oh nee, warte mal. Je länger du darüber nachdenkst, je anstrengender wird es. Ich muss nur Luft holen, ne? Ja, was? Die Nase ein und Mund aus. Kurz Schluck Wasser oder was? Ja, dann hast du ja. Ich hätte noch Pumpbooster nehmen sollen. Okay, komm. Macht euch ready und go. Lange Führhand will ich sehen. Ja, genau. Genau, ja. Entspannter, aber ein bisschen entspannter, schneller, entspannter. Ja, sehr gut. Steve. Schön, Steve. Ja. Jetzt geht. Und wieder zurück, genau locker bewegen. Links und rechts, nicht auf der Stelle stehen bleiben. Bleiben. Bisschen Clinch jetzt. Bisschen was für den Pump, Steve. Und raus. Versuch rauszukommen. Lass dich auf den Scheiß nicht ein. Versuch rauszukommen. Genau. Versuch. Mach dein eigenes Ding. Ja. Genau. Schön geblockt. Sehr gut, Steve. Gefällt mir immer besser, Steve. Wollen wir noch eine dritte Runde machen, oder was? Nee, lieber nicht, du. Oh. Sehr gut. Komm. Konzentration noch mal. Eine Minute. Jeff. Führhand und raus. Geh raus aus der Ecke. Sehr gut, geh raus aus der Ecke. Raus aus der Ecke. Komm zur Mitte zurück. Die paar Sekunden, das schaffst du. Komm, los, komm. Ja, bist du der Mann, du Hacker hier. Warum muss ich genau gegen den Besten kämpfen? Warum könnt ihr euch nicht den Schlechtesten suchen? Komm, ready, shake hands noch einmal. Und 34 Sekunden. Ja, schön fett. Vorsichtig, wie man die kennt, sehr gut. Okay. Ja, dann geht's. Wenn du hoch, nee, das finde ich, wenn du hochzukommen. Steve, komm hoch. Steh auf. Dreh dich um und steh auf. Fällt noch aufzustehen. Komm, steh. Ja, genau so. Steh auf. Komm, steh auf. Steh auf. Komm, Steve, steh auf. Ich will, dass du aufstehst, sonst ist das Ding hier nicht mehr aufstehen. Steh auf! Sehr gut! Du Schweine hier! Okay. Da lachte! Sehr gut, durchgezogen! Du bist sogar über die Zeit gegangen! Richtig gut gemacht! Aussehen ist man nicht lang! Wirklich stark! Ultra gut gemacht, Digga, wirklich! Aber brauch mal Puste, Alter! Bodybuilding-Training, das ist ganz was anderes! Das sind komplette Gegensätze eigentlich! Ja, ist. Halt diese scheiß Konditionsgeschichte. Vor allem, man darf nur vergessen, das unterschätzen viele, du willst ja kontrolliert sein. Ja, klar. Das ist auch eine Energieverschwendung. Natürlich. Er macht alles kontrolliert. Normalerweise kämpfe ich ja. Wenn du siehst, ich bam, ich knall rein, ich shoote hart. Aber da muss er auch ein bisschen aufpassen, muss er auch so groß sein. Auch kontrolliert zurückgehalten. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du gut geschlagen. Das Wichtigste ist einfach, du hast bis zum Ende jetzt durchgezogen. Ich wollte damit erreichen, dass du weißt, wie dieses Feeling so ein bisschen ist einfach. Du, das wusste ich schon. Vor Jahren habe ich auch mal. Aber nicht dieses Hoch- nee, das ist schon was anderes. Das ist was anderes halt, weißt du? Kann nur einmal aufmachen. Aber ich wusste von vornherein, dass sie halt die Kondition mich fertig macht. Das ist das Scheiße. So, jetzt haben wir den mal ausgezogen. Ein schönes Foto, weil der Bauch geht noch, weil er sonst so dick ist immer. Aber wie gesagt, Respekt, Alter. Auch schön, dass du ein bisschen das zurückgehalten hast. Und einer flankt gleich rein und sagt sich dem Arschloch. Also wie gesagt, folgt Kerims YouTube-Kanal, kommt auch ein Video bei ihm und ab sofort, wie gesagt, sehen wir uns öfter bei Smile Rocks. Instagram hat er auch. Nächster Sparring ist, wenn ihr sehen wollt, wie er Uwe verkloppt, bitte kommentiert das. Das würde ich mich mal gern sehen. Ne, da habe ich schon den ersten Kommentator dahinter, ihr beide den nächsten. Dann mache ich deinen Coach. Rico muss auch noch dazu. Ja, genau. Dann mache ich deinen Coach. Rico muss auch noch kommen. Dann werde ich dir richtig hier die Tipps geben. Ja, okay. Spaß gemacht trotzdem. Und wie gesagt, haben wir die Kondition. Das ist schon echt, also da muss man, das ist wirklich ein Sport, sage ich euch.
Da ist Fleiß an erster Stelle. Natürlich auch Auge und Herz, wenn man schon sagt so, ne? Da gibt es ja dann welche, die Angst haben. Du darfst keine Angst haben, ne? Weil das auch nicht vergessen, im Ring habt ihr... Kleine Hand, ja. Da gibt es die volle Faust fast ins Maul. Und also wie gesagt, Respekt und weiter so. Ja, viel Erfolg dir jetzt auf deiner vollen Karriere. In zwei Wochen, ne? Wohl den ersten Platz auch. Machen wir. Also schönen Dank fürs Zugucken. Denkt an den Zell, 50% mit Masse und die Codes von den jeweiligen Athleten, die ihr gut findet. Könnt ihr uns, unsere Projekte, Videos und alles unterstützen. Und ich brauche ein Luftatmengerät. Hier so wie Hollywood Matze schläft hier. Ja, sowas brauche ich. Rufen wir ihn an. So, das Gute ist, ich hatte ja, Steve hatte ja versucht, einmal Kerem runterzubringen. So. Und da habe ich zu ihm gesagt, Steve, wenn du merkst, es funktioniert nicht, lass ab, geh wieder weg. Und dann mittendrin sagt er, Auwe, hast du recht. Weil das sind Energiereserven, die draufgehen, wenn du jemanden runterbringen willst und du merkst, fuck, das geht nicht. Nicht nur körperlich, sondern der Kopf sagt dann auch psychisch, scheiße, mein Selbstbewusstsein gerade im Arsch hat nicht funktioniert und hier muss mir was anderes einfallen lassen. Am Selbstbewusstsein hapert es bei mir nicht. Das ist volle Pulle da. Aber das kann im Kampf psychisch entscheidend halt sein, wenn du den Gegner einfach die ganze Zeit nicht runterkriegst. Aber das ist sowieso, sag ich euch ganz ehrlich, das ist immer noch was anderes, ein richtiger Kampf als hier so Sparring, wo du weißt, ey, von der Psyche ist es jetzt hier Spaß oder ist es kein Ernst? Das ist ja immer nochmal das Ding. Wenn du dann in den Kampf gehst und keiner nimmt Rücksicht. Ja. Jeder will gewinnen, ob Leben oder Tod, ob er denen da Genick bricht oder sonst was, das ist denen egal. Und da geht es um Geld, um Gewinn und Ruhm und Ehre, Herz und so, weißt du? Beim MMA wird kein Genick gebrochen oder sonstiges. Ich sag, beim MMA wird aber kein Genick gebrochen. Nee, okay, MMA ist ein guter, sauberer Sport. So beim Bodybuilding. Das Boxen ist wesentlich gefährlicher als das MMA an sich. Ja. Wobei ich sagen muss, guck mal, das Boxen, wie du schon gerade sagst, du boxst, das ist das eine, aber dieses... Ja, die Up and Down. Die Bodenarbeit, wo er auch mich hatte, ne? Du musst auch wieder aufstehen, Das ist noch Energieraum da, also wie gesagt, das ist Boden schon mal... weiterkämpfen. Das ist schon mal noch ein viel härterer Sport, sage ich mal aus meiner Sicht jetzt als Außenstehender, als das normale Boxen für dich. Ja. Ich bin gut im Luftholen. Nicht nur dicker Bizeps, auch dicker Trizeps, auch die dicke Brust. Natürlich, alles wie beim Bodybuilding ausgeglichen. Also wie beim Bodybuilding ausgeglichen sein. Ich habe ja deine Kämpfe gesehen. Was war deine? Deine waren ja auch eigentlich auch so. Boxen war auch deine Stärke, oder? Ja, ich komme aus dem Stand-Up. Also sozusagen aus den Kickbox-Turnieren so. Genau, meine Stärke sind so halt meine Kicks. So Signature. Weil die Kommentare haben gesagt, du bist gut nach... Dings, glaube ich, war das so, oder? Oder was? Oder ja, aber bist du Stand-Up so. Ich komme ja nicht aus dem Ring als Beispiel. Der Bodenkampf kam bei mir später halt so. So, dann habe ich irgendwann BJJ vor ein paar Jahren angefangen. Und so kommt man dann auf den Geschmack, dann auch MMA zu machen halt. Um sich so komplett so halt alles anzueignen. Das ist halt die Kunst. Man wird niemals alles komplett irgendwie gut können, aber daran strebt man ja, dass alles ausgeglichen ist. Wann ist nächstes Mal? Wann ist nächstes Mal bei Flying Uwe? Ja, wenn mein Rücken wieder heil ist. Ja, ich habe auch ultra Bock, aber die Gesundheit und das Geschäft geht vor. Wie gesagt, wollen wir hoffen, dass Uwe irgendwann sagt, scheiß auf die Gesundheit, scheiß aufs Geschäft. Genug Geld, genug Gesundheit. Nee, oder und dann sagte besser wäre, was ja jetzt auch so die Phase ist, so, dass die Gesundheit top ist so, und ich Geschäft ein bisschen abgeben kann und mich auf sowas fokussieren kann. Ne? Das wäre halt Bombe, ja, das wäre geil. Welchen Altersbereich kann man noch kämpfen? Es gibt Leute, die haben mit 30 erst angefangen und sind mit 42 Champion geworden. Okay. So, das gibt's auch. Oder so auch mit Ende 30, Mitte 30 hast du dann so diese Erfahrung halt, ne? Je nachdem, wie du wann wo anfängst und einfach wie deine Verfassung ist. Was sagst du denn so mit Comebacks und so vom Conor McGregor? Mhm. Jetzt habe ich gesehen, er... Bein wieder in Ordnung. Was meinst du, kommt da... Aber Conor McGregor, habe ich so das Gefühl, bevor sein Down kam, war noch so fokussiert auf, ich will der Beste sein, Doppelchamp und hier und da. Und jetzt habe ich so das Gefühl, so einfach, ja, so irgendwie, das ist ja das Schwierige. Wenn du alles erreicht hast, was du dir vorgenommen hast, was kommt danach? Gar nichts. Dann stehst du da erstmal, fuck, okay. Das heißt, du musst jetzt alles halten. Und darunter sind die gierigen Jungs, die wollen dich krallen. Und du bist derjenige da oben, der vom Kopf her das alles verteidigen muss. Und diese Motivation neu aufbringen, ey, fuck, okay, höher geht's nicht, aber da sind Jungs, die sind noch viel gieriger als ich. Und irgendwann kommt dann halt einer oder der andere. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber bei ihm liegt es ja noch nicht am Alter so. Oder an. Boah, dann ist ja einfach das Alter, dass dann die jungen Kerle nachkommen. Aber er ist noch knack. Also, manchmal vorher wollen wir gar nicht reden. Ja. Aber halt, ich weiß nicht, was er geschäftlich noch so macht, was seine Ablenkungen sind, was sind seine privaten Probleme. Worauf fokussiert er sich jetzt? Vielleicht will er gar nicht mehr der größte MMA-Fighter sein, sondern einfach Business-Meet. Das weiß man nicht. Ich kenne diesen Mann halt nicht. Letzte Frage noch. Ja? Wer ist sein kämpferisches Vorbild? Du warst immer Bruce Lee, glaube ich, gesagt, oder? Ja, also von damals so Kindheitsmotivation, aber Sabit ist mein. Das ist, gut. Das ist einer, der ist technisch so ein Allrounder für mich und der kämpft so schön und das ist einfach ein Bombentyp. Für mich Bud Spencer. Bud Spencer? Der immer so Hammerschläge. Darfst du auch, wenn du Ground and Pound machst, darfst du auch. Genau. Ja. Uwe, Alter, hat Spaß gemacht, der Ausflug heute hier. Und wir sagen nochmal Tschüss dann, oder wie? Wenn war jetzt zwischendurch. Also tschüss.